Isaac, gehen Sie zur obersten Etage des Stretcher Corp-Gebäudes. Ein Rettungsteam wird dort auf uns warten. Willkommen zurück zu Dead Space 3. So, mit Norton treffen, drücke Select-Taste für Details. Aha. Was ist das hier? Optionale Mission, Ziele. Persönliches Logbuch. Diese Explosion hat mich von Captain Norton getrennt. Wer auch ist, meine Chancen, diese Kolonie zu verlassen, sind eng mit seiner verknüpft. Mein Ordnungssender wird mir die Koordinaten von Notorious B.I.G., ja, Nortons Rick anzeigen. Ich muss ihn finden, ja, Notorious B.I.G. Okay, ja, X, auswählen. Okay, gut, das habe ich wahrscheinlich schon ausgewählt. Okay. Ah, jetzt zeigt es mir den. Kann das sein, dass man vielleicht auch mehrere Ziele diesmal hat? Könnte sein, eventuell. Hier haben wir nämlich was vergessen mitzunehmen. Ja, ein bisschen Energie schadet nie. So. Wollen wir mal weiter. Haben Sie diesen Mann gesehen? Bitte. Was ist da los? Und die Arme. Du Drecksau. Boah. Kopf ab. Jetzt kommen die ganz frisch aus dem Nichts hier raus, ja. Ich habe hier 20.000 Gegner schon umgenietet. Gefühlte 400 Millionen Gliedmaßen abgetrennt. Und die kommen jetzt einfach so aus dem Nichts und wollen mich abknallen. Hey, was ist mit dir los? Oh, der hat's erwischt. Mist! Ich bin auf den Freeway gekommen. Dann müssen Sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten für nichts an. Ach, ich habe aber noch meine Stasi-Einheit. Ich verlangsame den Verkehr und gehe rüber. Ja. Hui. Ich verlangsame den Verkehr und gehe rüber. Isaac, das war wohl nichts, hä? Hauptsache mal so einen Unfall verursachen. Ich muss über euch verursachen, mal kurz hier einen Unfall. Wer schneidet mir den Weg ab? Du Drecksau. Du schießt nicht nochmal auf mich. Okay, der eine ist bei Blatt. Die können durch Scheiben schießen. Ja, klar, okay. Ja, war das jetzt wieder eine... Das war jetzt doch richtig... Hey, shit, wie viele sind das von denen? Na, wisst ihr was? Ihr kennt mich mal. Ich hau hier einfach ab. Hat er was? Er hat nichts. Waffe wechseln. Was ist das? Schuss habe ich damit. 305. Ja, nehmen wir mal die hier mit 385 Schuss. Nee. Das Zeitalter der Menschheit. Scheiße, das ist nie passiert. Wir sind zu viele geworden, zu viele. Was will der von mir? Die Unternehmen, das wollen wir nachladen. Hallo, mein Name ist Ranjit. Unser Kollege hat einen blauen Interpunkt. Okay. Aufgehängte Leute, immer wieder aufgehängte Leute hier. Was? Ist das mit Absicht gemacht, oder? Ich geh erstmal hier entlang. Norton,
Nein, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzen? Warum Edgar? Denn ich sag, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Okay. Was ist das? Stasi-Pack? Ja, ich habe verstanden, wie man den Stasi benutzt jetzt. Was war das? Ach, das fängt jetzt wieder von vorne an. Na, toll. Super. Brüder und Schwester, das ist eine Schallplatte, die sich immer wieder wiederholt. Wir sind zwar in der Zukunft, ein paar tausend Jahre, aber wir haben das Vinyl neu erfunden. Und jetzt gehen wir euch auf den Sack und lassen die Schallplatte nonstop 24 Stunden auf 24 Stunden laufen. Viel Spaß mit dem kommenden Film, Brüder und Schwester. Okay, Aufzüge, ich habe schlechte Erfahrungen mit Dead Space-Aufzügen. Okay. Da hier lebt noch. Aha. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie. Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Scheint, als ob ich ein VIP wäre. Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Scheiße, Mann. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Oh, doch nicht. Scheint, als ob ich wirklich ein VIP wäre. Very important pussy. Ja. Warte mal. Dieser Typ B hat mich jetzt... Also ich bin da runtergesprungen und da hat er einfach nicht hinterher geschossen. Da liegt wieder Energie. Okay. Isaac scheint wieder fit zu sein, aber nicht nur Isaac. Oh. Ja. Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Okay, das Medipack hätte ich genutzt. Oh shit. Ja. Was war das? Du mieses Stück Scheiße, du. Okay. Eins muss ich sagen, schieß auf die Gliedmaßen, um Gegner für extra Schaden zu zerstückeln. Gut, eins ist Fakt in diesem Spiel, Plasma Cutter ist hier nichts wert. Also ich habe jetzt 10.000 Mal auf den geschossen, keine Reaktion von diesen Zombies, das ist ja krass, Mann. Also... ja, es ist schon actionreicher, das Spiel, aber auch durch das, gerade mit der ganzen Action. Erstmal muss ich sagen, diese Zombies sind schon ein Tick, also es sind jetzt halt mal wirklich Zombies, sage ich mal, und keine Monster, sage ich mal, alienartige Viecher. Hat sich wohl das erste Mal wohl so geändert, ja, aber wie in jedem Survival-Horror-Game ändern sich immer wieder die Gegner. Plündern. Ja, treten sie auf Leichen, das habe ich schon getan. Okay, auf Leichen treten, um Objekte zum Vorschein zu bringen. Ja, können wir das nochmal machen? Ja, können wir. Oh, die sind auch noch dabei, so wie es aussieht. Diese, ja, wie heißen die nochmal? Ja, Necro-Dingsbums da. Ich kann mir das nicht merken! Ich bin ein Analphabet, ich kann mir das nicht merken.
Oh, ja. Ich bin voll mit meiner Munition. Was kann ich denn da lassen? Oh, ja. Ja. Ja, also Energie lasse ich immer, wie gesagt, immer ungern da. Stase können wir vielleicht noch gebrauchen. Dann würde ich sagen, dann war es das erstmal mit der. Oh, du mieses Stück Dreck, du! Wo kam der her? Das ist ja krass, Mann. Also hier liegen so viele Gegenstände rum und ich kann natürlich mal wieder nichts mitnehmen. Okay, außer... Ja, das geht nicht. Das kannst du nicht mitnehmen, Isaac. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Oh, hier liegt ja auch noch. Hier könnte auch noch was Interessantes liegen. Mir ist aufgefallen, es liegt ja gar kein Geld hier rum. Gar keine Credits. Ach komm. Also, ich finde jetzt nur solche Gegenstände, dass ich irgendwann mal hier nichts mehr aufsammeln kann. Shit! Krasse Scheiße. Die werden jetzt skorpionartigen Viechern. Der lebt noch! Der lebt noch! Okay, kann ich so ein kleines mal nehmen oder so? Ne, ich bin schon voll Energie. Okay, gut, okay. Wo muss ich denn hin? Ich muss hier entlang. Da, okay, da den Aufzug hoch. Nur mal kurz umschauen, ob wir etwas Interessantes finden. Sieht wohl... Doch, hier. Hier ist wieder so ein Spind. Gut, Munition scheint es hier nicht zu mangeln an Dead Space 3. Nicht Munition, sorry, an Energie. Ich kriege immer wieder Energie. Was? Ah, so. Ich dachte, Dragon Corp ist das. Was ist das? Dredger Corp. Sind Sie schon beim Rettungsteam? Alle tot. Danik war vor mir da. Danik. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Okay. Ich brauche dringend irgendetwas, um mich aufzuwerten oder sonstiges, denn die Waffen hier... Dies ist eine Notfall. Mit denen komme ich nicht weit. Also mit der reiße ich nicht viel. Wirklich nicht. Ja. Zu viel Energie. Okay, da entlang muss ich. Aber hier gibt es natürlich bestimmt was. Was ist das hier? Was ist das? Kann ich hier was machen? Ist das eine neue Werkbank? Okay, das ist sowieso rot. Das ist wahrscheinlich offline. Dann war es das erstmal. Dann muss ich wohl oder übel hier durch. Ohne mich großartig umzuschauen, einfach weiter. Okay. Hey, schon wieder Energie. Ist ja krass. Disco-Kugel. Disco. Ja, kann ich mich noch einkleiden hier? Nein? Ein Cappy würde bestimmt stehen, Isaac. Hier, da ist mal so ein neues Shirt oder so. Hier, das rote hier. Lunar City. Lunar City ist wahrscheinlich das neue New York oder so wahrscheinlich. Wie wäre es hier mit einem... Was ist das hier? Okay. Ich dachte, ich könnte den abknallen. Den konnte ich doch schon im zweiten Teil. Das ist wie eine Rakete in meinem Magen. Ist das ein Twix? Ja, das ist ein Kothaufen. Hier, Mr. Hanky. Hallo, lieb.
Hallo, liebe Freunde, ich bin's, Mr. Hanky, der fröhliche Dead Space Code. Also, krass finde ich jetzt diesmal, dass es mitten so auf den Straßen spielt. Erzähl ich auch endlich mal, wie hier die Death Space. Boah, shit. Straßen aussehen. Okay. Wir haben wieder Munition gefunden, also denke ich mal, ist es nicht so wild. Hier liegt jede Menge Munition rum. Okay. Schießen Sie auf Gliedmaßen. Auf Beine sind wir wohl keine Gliedmaßen, so wie es aussieht. Denn die Dinger verrecken nicht. Nach 22.000 Schüssen ist man hier einer verreckt. Ja, ich habe zwar jede Menge Energie, aber keine Munition mehr fast. Jawohl. Geht doch. Geht doch. Wo muss ich denn jetzt hin? Also da entlang. Ich laufe jetzt mal einfach weiter, denn ich glaube, hier hört es ja gar nicht mehr auf mit Gegnern. Ja, klar. Skorpionen hier. Scorpion King ist auch noch da. Ohne Kopf. Soll nur diese kleinen Dinger setzen, oder? Wisst ihr, wie ich meine, diese kleinen Dinger auch wo mit diesen drei Schwänzen? Drei Schwänzen. Okay. Jawohl. Vesper. So, okay. Das war's eigentlich erstmal. Oder auch nicht. Hey, normalerweise. Also ich kann mich erinnern, bei Dead Space 2 waren die schneller tot. In Bearbeitung. Schnell in einen sicheren Aufzug. Und gleich mal zielen. Es gibt nur einen Ausgang, oder? Jawohl. Man weiß ja nie bei Dead Space. Okay. Verdammt. Keine Zeit. Na, nicht wirklich. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Dennings Männern? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen. Dann springen Sie auf einen Zug. Los. Nicht gut. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Ganz schnell. Dennings Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen, sie abzulenken. Beeilen Sie sich. Okay, ich habe sowieso aussieht einen neuen Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln. Oh, ich hab jetzt endlich mal wieder Chinese hier. Okay, wollen wir das mal kurz hier mal zusammenkoppeln? Oh ja, das war jetzt aber schwer. Muss ich wieder koppeln? Oder, ja, ich muss wieder koppeln. Nee, okay, das geht nicht. Vielleicht muss ich den hier koppeln. Hallo? Und wo, wie kommt es, dass ich jetzt auf einmal Chinese habe? Aus dem Nichts. Hallo? Muss ich ihn vielleicht dahin schieben? Ich hab... Zugmaschine ist in Position. Bitte vor Abfahrt Treibstoffwaggon ankoppeln. Wo ist das? Das ist also... Ach so, okay. Das ist der Treibstoffwaggon. Okay. Ankoppeln bitte. Und... Pjunk. So, den ist angekoppelt, oder? Das war jetzt eine Geburt. Alle Waggons sind ausgerichtet. Abfahrtsequenz wird eingeleitet. Bitte in den hinteren Zugteil einsteigen. Welchen? Einsteigen? Okay, Norton. Der Zug ist wieder flott und kann durch das Südtor fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Verstanden. Ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit. Es wird brenzlig. Ich kann wieder nichts mitnehmen. Okay, hier hinten einsteigen. Okay. Und wir sind jetzt im Zug drin. Und ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Okay, Leute? Also haut rein. Bis zum nächsten Mal.